Herzlich willkommen bei einem neuen FPÖ-TV-Magazin. Diese Woche haben wir folgende Themen für Sie vorbereitet. Der politische Aschermittwoch der FPÖ in Ried, auch heuer wieder mit pointierten Sagern, super Stimmung und einem tollen Publikum. Postenschließungen bei der Polizei. Die Innenministerin plant einen Sicherheitskahlschlag in ganz Österreich. Die freiheitlichen Arbeitnehmer gehen in den Endspurt. Die AK-Wahl in Wien steht vor der Tür. Der Rieder Aschermittwoch der FPÖ gehört zu den traditionellen Ereignissen des politischen Jahres. Oberösterreichs Landesparteiobmann Manfred Heimbuchner begrüßt auch heuer wieder den Obmann der FPÖ, Hartzi Stracher, sowie zahlreiche Gäste, die gute Stimmung und passende Laune mitbrachten. Wir haben für Sie ein paar schöne Impressionen eingefangen. Momentan kursiert ja ein Schmäh durch Österreich, nämlich nach dem Motto: Was muss der Hartzi Strache machen, damit er in Zukunft Bundeskanzler werden kann? Er muss gesund bleiben. Und ich kann euch versprechen, ich bleibe gesund und ich bleibe dahinter. Und diese Regierung handelt ganz nach dem Motto: Ist das Leben schon zu teuer, erhöhen wir just die Steuer. Ne? Und statt dass es eine Polizeidienststelle gibt, will sie Notfallsknöpfe montieren lassen. Ne? So nach dem Motto: Wenn ein Verbrecher kommt, um dich zu überfallen oder zu erschlagen, drück den Knopf. Dann fragst du, was haben Sie für ein Problem? Ja, ich werde gerade erschlagen, bitte kommen Sie. Und dann hörst du, wir sind schon unterwegs, 40 Minuten Geduld bitte. Ne? Na super. Deshalb ist es wichtig, dass wir gegen diese roten, schwarzen, grünen und linken EU-Anbeter heute die einzige rot-weiß-rote Alternative auch im Land darstellen und nicht den Bückling gegenüber der Europäischen Union und gegenüber Brüssel machen, sondern rot-weiß-rote Interessen mit Andi Mölzer, Harald Wilinski, Franz Obermeier auch in Brüssel stark durchsetzen wollen, liebe Freunde. Am letzten Tag des Faschings war Hartzi Stracher in Pinzgau und unterstützte die Salzburger Freiheitlichen im Finale des Gemeinderatswahlkampfs. Gewählt wird dort am kommenden Sonntag, dem 9. März. Saalfelden, Zell am See, Stuhlfelden, Niedernsiel oder Kaprun. Die Stimmung für die Freiheitlichen ist ausgezeichnet. Unzählige Salzburger kann Hartzi Strache mit seinen Botschaften überzeugen. Er will vor allem mehr Demokratie nach dem Vorbild der Schweiz. Und er hält fest, dass die Menschen es in ihrer Macht hätten, gegen Fehlentwicklungen aufzutreten. Die Freiheitlichen sind salzburgweit bestens aufgestellt und sind zuversichtlich, dass es am kommenden Sonntag für Rot und Schwarz einen blauen Denkzettel geben wird. Als neues Sicherheitskonzept, ja, gar als Reform, werden die geplanten Postenschließungen bei der Polizei von der rot-schwarzen Bundesregierung bezeichnet. Innenministerin Mikl-Leitner von der ÖVP sieht darin keine Sparmaßnahme. Im Gegenteil, sie rechtfertigt diesen drastischen Plan mit mehr Bürgernähe und mehr Polizeipräsenz auf den Straßen. Schon jetzt ist laut dem Meinungsforschungsinstitut IMAS das Sicherheitsempfinden der Österreicher allerdings deutlich angeknackst. 70% wünschen sich von der Politik mehr bzw. viel mehr Engagement im Kampf gegen die Kriminalität. Mit dem Sperren von Wachzimmern rückt die Regierung davon aber noch weiter ab. Für Erneuerungen und Reformen bei der Polizei ist es tatsächlich schon lange höchste Zeit. Die Kriminalität in Österreich ist in den letzten Jahren stark angestiegen, was bis jetzt schon ein Mehr an Belastungen für die Exekutivbeamten bedeutet. Also die Schließung von fast 140 Polizeidienststellen in Österreich ist eine sicherheitspolitische Wahnsinnstat und das auch noch in Zeiten absoluter Rekordkriminalität. Einbrüche sind am Explodieren, Kriminalität ufert immer mehr aus. Ich fordere jetzt, dass alle Wachzimmer erhalten bleiben und dass zusätzlich Polizeiplanstellen geschaffen werden, damit endlich die Sicherheit in Österreich auch entsprechend garantiert werden kann. Das Konzept der Innenministerin bedeutet einen noch höheren administrativen Mehraufwand der ohnehin schon mit Verwaltungsdingen stark belasteten Beamten. Ob da die Bürgernähe tatsächlich, wie versprochen, ausgebaut werden kann? Es ergeben sich ja durch die Schließungen dieser Dienststellen ja keinerlei polizeilichen und personelle Mehrwerte. Die Köpfe bleiben die gleichen, die Außendienstverpflichtung der Beamten auch. Sie werden einfach von der Dienststelle aus zu einer anderen verlagert. Das heißt, längere Anfahrtszeiten und längere Vorlaufzeiten für die Exekutive, wenn die Bevölkerung Rat und Tat braucht. Wenn einmal die Polizei gerufen wird, dann soll es in der Regel auch schnell gehen. Nicht selten geht es um Leib und Leben. Für Gebiete, in denen Polizeiposten schließen müssen, wird aber diese Zeitspanne vom Anruf bis zum Eintreffen der Polizei länger werden. Da kann man schon einmal knapp eine halbe Stunde warten.
Ich erwarte mir, dass im Notruffall innerhalb weniger Minuten die Polizei vor Ort ist und entsprechend einen Einsatz durchführen kann. Eine Interventionsdauer, wie es so schön heißt, also die Dauer vom Anrufen der Polizei bis zum Eintreffen im Ausmaß von bis zu einer halben Stunde, ist absolut inakzeptabel. Durch die Pläne der Regierung kommt es in manchen Gebieten zu unzumutbaren Situationen. Das Defregental in Osttirol etwa wird gar kein Wachzimmer mehr haben. Durch die häufigen Lawinen kann es durchaus schon einmal vorkommen, dass die Polizei bei einem Einsatz einfach nicht ins Tal gelangen kann. Und in Oberösterreich beispielsweise wird durch die Schließung der Inspektion in Antisenhofen das Einsatzgebiet für die wenigen Beamten vor Ort zukünftig rund 275 Quadratkilometer mit 19 Gemeinden und 22.950 Einwohnern umfassen. Man sieht überall dort, wo Wachzimmer geschlossen wurden in der Vergangenheit, ist die Kriminalität nach oben gegangen. Das ist alles sicherheitspolitischer Unfug der Sonderklasse. Mit sogenannten Polizeistützpunkten in öffentlichen Gebäuden und Gemeindepolizisten will die Regierung etwas dagegen setzen. Eine Polizeistation im herkömmlichen Sinn wird dadurch aber bei weitem nicht ersetzt. Eigentlich eine Verhöhnung der Gemeinden, die von den Postenschließungen betroffen sind, weil dann zu diesen Gemeindepolizisten die Bevölkerung dann gehen kann, wenn Straftaten passiert sind, die aufgrund der Postenschließungen eigentlich erst recht passieren. Es erinnert mich fast, wie die Postämter geschlossen wurden und dann in Druckerpatronengeschäften man sich heute das Paket abholen kann. Ich weiß nicht, wie sich das die Frau Innenminister vorstellt, dass man dann in Druckerpatronengeschäften vielleicht ein Polizeischild vorfindet oder einen Polizisten sitzen hat. Das ist eine sicherheitspolitische Bankrotterklärung. Ich will, dass unsere Wachzimmer erhalten bleiben. Die FPÖ startete bereits erfolgreich Bürgerinitiativen gegen die Postenschließungen. Die ersten rund 1000 Unterschriften von besorgten Bürgern aus Tirol wurden von Landesparteiobmann Markus Abwärtsker schon dem Parlament übergeben. Es ist ein großer Unterschied, ob eine Polizeidienststelle im Ort ist oder nur ein Polizeischild auf einem Gemeindegebäude. Dies wissen irgendwann auch die dümmsten Kriminellen und damit ist die Abschreckung, die ein besetzter Polizeiposten mit sich bringt, nicht gegeben. Wenn auch Sie gegen die Schließungen von Wachzimmern sind, finden Sie im Infotext zu diesem Video weitere Informationen, wo Sie entsprechende Petitionen unterstützen können. Österreichweit finden heuer für rund 3 Millionen Arbeitnehmer die Arbeiterkammerwahlen statt. In Vorarlberg, Tirol und Salzburg wurde bereits gewählt. Im März kommen die restlichen Bundesländer an die Reihe, ausgenommen Niederösterreich, wo erst im Mai gewählt wird. In Wien finden die Wahlen von 11. bis 24. März statt. Die freiheitlichen Arbeitnehmer gehen mit ihrem Bundesobmann Bernhard Rösch ins Rennen. Seit Wochen sind Rösch und sein Team auf den Straßen Österreichs unterwegs. Schon in den frühen Morgenstunden besuchten wir die fleißigen Wahlhelfer und ihren Spitzenkandidaten im 13. Wiener Gemeindebezirk vor dem Krankenhaus Hitzing. Der Zuspruch ist groß und der Wunsch nach Veränderung am Arbeitsmarkt ist spürbar. Die Stimmung ist an und für sich sehr gut. Wir haben einen starken Zulauf eigentlich bei allen Ständen, bei allen Informationsständen. Man kann richtig spüren, dass die Leute am Arbeitsmarkt etwas bewegt. Es ist also nicht nur, dass der Kaufkraftverlust die Leute bewegt, auch die Sorge um den Arbeitsplatz, wie der Arbeitgeber mit den Mitarbeitern umgeht. Da wollen sehr viele Antworten haben, die wir bieten können. Die freiheitlichen Arbeitnehmer präsentieren ein umfangreiches Forderungsprogramm. Die Arbeitnehmer sollen mit niedrigeren Steuern und einem gesetzlichen Mindestlohn von 1.600 Euro wieder ein Einkommen zum Auskommen finden. Leistbares Wohnen und auch die Bekämpfung des Fachkräftemangels durch die Aufwertung von Bildung und Lehre stehen im Vordergrund. Weiterhin explodiert die Arbeitslosigkeit in Österreich mit bereits 441.000 Personen ohne Job. Als einzige kämpfen die freiheitlichen Arbeitnehmer gegen die Verdrängung am Arbeitsmarkt durch billige Konkurrenz aus dem Ausland. In einer Aktuellen Stunde der FPÖ im Wiener Gemeinderat thematisierten Bernhard Rösch und die übrigen Mandatare der freiheitlichen Arbeitnehmer genau dieses Problem. Dass wir die letzten Jahre eine Verdrängung am Arbeitsmarkt gehabt haben. Also sehr viele Zuwanderer, im dritten Quartal 2013 waren es zum Beispiel 10.000 Ausländer, haben einen Arbeitsplatz gefunden, 3.000 Österreicher haben einen Arbeitsplatz verloren. Mit der Ostöffnung der Grenzen für Bulgarien und Rumänien wird die Situation in Wien nun deutlich verschärft werden. Es ist die Aufgabe von Rot-Grün und sie muss sie endlich wahrnehmen, den Zuzug nach Wien einzubremsen. Als Hammer in der Kammer wollen die freiheitlichen Arbeitnehmer die Roten nicht überholen, sondern ersetzen. Die Arbeiterkammer ist durch und durch rot gefärbt.
Die freiheitlichen Arbeitnehmer wollen diese rote Mauer bei den kommenden Wahlen durchbrechen. Mit einem packenden TV-Spot wirbt Bernhard Rösch im Internet um die Stimmen der Arbeitnehmer. Der Hammer in der Kammer. Die Forderungen der freiheitlichen Arbeitnehmer. Stopp der Verdrängung am Arbeitsmarkt. Karriere mit Lehre. Leistbares Wohnen. Altern in Würde. Einkommen zum Auskommen. Bernhard Rösch, Spitzenkandidat der freiheitlichen Arbeitnehmer. Der Hammer in der Kammer. Die Blockade der Regierungsparteien SPÖ und ÖVP gegen eine Aufklärung der Vorgänge um die Hypo Alpe Adria soll nun mit Hilfe der Bevölkerung durchbrochen werden. Alle vier Oppositionsparteien haben gemeinsam eine Petition eingebracht und laden die Bürger ein, sie in ihrem Kampf um einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu unterstützen. Die Oppositionsfraktionen präsentierten sich als Koalition der Aufdecker gegen die von SPÖ und ÖVP repräsentierte Koalition der Vertuscher. Die nun gestartete parlamentarische Initiative sehen Sie als Akt der Notwehr, um die Blockadepolitik der Regierung aufzubrechen. Wir schauen jetzt einmal vorläufig, wie jetzt diese Petition anläuft. Wir gehen davon aus, dass die Bevölkerung regen Zuspruch nehmen wird und uns unterstützen wird. Was soll denn das bringen? Auch der Druck der Öffentlichkeit wird sehr viel bringen, weil ich glaube, dass die Bevölkerung sehr empört ist über die Vorgangsweise der Regierung. Wenn in den nächsten Ausschusssitzungen, Finanzausschuss, Rechnungshofausschuss etc., die Materien liegen ja zum Teil schon im Haus, oder im Plenum des Nationalrats nichts weitergeht, werden wir mit Sicherheit Sondersitzungen, und zwar mehrere weiter, abhalten, weil das Ziel ist, dass wir diese Untersuchungen, die notwendig sind, vor dem Sommer durchsetzen. Immer noch sind zahlreiche Fragen offen, vor allem jene, warum die bereits an die Bayern verkaufte Hypo durch die Republik Österreich verstaatlicht wurde. Auch das Versagen der Aufsichtsbehörden, Nationalbank und Finanzmarktaufsicht muss lückenlos aufgearbeitet werden. Der Link zur Petition, die bereits mehr als 22.000 Bürger unterstützt haben, steht im YouTube-Infofeld zu dieser Sendung. Wir haben bereits in der vergangenen Sendung über die Steuererhöhungen der SPÖ-ÖVP-Regierung berichtet. Einen großen Teil der Belastungen haben die Autofahrer zu tragen. Der Widerstand in der Bevölkerung ist groß. Gegen die Erhöhung der Nova fand in Wien vergangenes Wochenende eine große Autofahrer-Demo statt. Am 1. März ist das neue Steuerpaket in Kraft getreten. Neben der wieder eingeführten Schaumweinsteuer und Erhöhung der Tabaksteuer trifft dieses Belastungspaket auch massiv die Autofahrer. Die Normverbrauchsabgabe, kurz NOVA, wird neu berechnet und die motorbezogene Versicherungssteuer steigt. Für Autobesitzer keine guten Nachrichten. Allein die NOVA neu macht Mittelklassewagen zum Luxusgut. Um den Unmut zu zeigen, organisierte die Facebook-Gruppe gegen die Erhöhung der motorbezogenen Versicherungssteuer eine Demonstration durch Wien. An die 200 Autofahrer versammelten sich beim Ernst-Happel-Stadion zum Start des Autokonvois durch die Innenstadt. Mitorganisator Michael Ortner ist höchst zufrieden. Also wenn ich mir jetzt so anschaue, wer alle da ist, dann kommen die auch aus den Bundesländern, natürlich mehr aus Niederösterreich, aber auch viele Wiener aus Oberösterreich sind einige angereist, also bunt durch, Gott sei Dank. Die Teilnehmer fühlen sich von der Regierung hintergangen und verlangen mehr Rücksicht auf die Autofahrer. Für mich ist das eigentlich ein Zeichen setzen, dass sie nicht mit uns machen können, was wollen. Dass wir in Österreich eine ungeheure Macht haben, sind die Autofahrer. Wir haben 4,2 oder 4,3 Millionen Autofahrer und leider in Österreich keine Lobby, die unsere Anliegen und unsere Fragen unterstützen. Das ist mit der Grund, warum ich auch da bin, auch so weit angereist bin, damit wir da wirklich einmal ein Zeichen setzen der Regierung und sagen, hallo, so geht's nicht. Und außerdem sind meiner Meinung nach auch Wahlversprechen gebrochen worden. Auch Wiens FPÖ-Verkehrssprecher Toni Madalik nahm an der Demonstration teil und weiß um die Probleme der Autofahrer. Weil mit den unendlichen Belastungen werden ja jene über Gebühr belastet, die auf das Auto angewiesen sind. Die Pendler, aber auch die Familien in Wien und in Österreich, die aus Gründen der Mobilität, aus familiären Gründen das Auto einfach brauchen, weil man braucht es zum Einkaufen, überhaupt im ländlichen Raum, aber auch in Wien,
zum IKEA oder mit dem Fernseher einkaufen fahre, brauche ich einfach ein Auto. Das werde ich auch in Zukunft nicht mit BIM oder Bus oder mit dem Fahrrad erledigen können. Für die FPÖ ist klar, dass die Autofahrerbelastungen ein Ende nehmen müssen. Ich bedanke mich auch diesmal wieder für Ihr Interesse am FPÖ-TV-Magazin. Wöchentlich, jeweils am Donnerstag ab 11 Uhr, erscheint eine neue Sendung mit aktuellen Themen aus der Welt der Politik. Bis bald, auf Wiedersehen.